Ein herzliches Willkommen an alle meine Zuseher. Dich begrüße ich sehr. Ich möchte mich vorab erstmal dafür bedanken für jede Menge Views auf meines ersten Videos zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe jetzt momentan um kurz vor 12, Sonntagabend, nach über einer Woche, habe ich 196 Aufrufe und habe 27 Kommentare für das Video. Mit so viel hatte ich nicht gerechnet. Die meisten Kommentare sind natürlich nicht so ganz meiner Meinung. Das wiederum hatte ich schon fast erwartet. Es hätte mich gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Aber immerhin, wenn ich mir die Bewertungen, die gefällt mir Bewertungen angucke, ist es immerhin einer, dem es gefallen hat, das Video. Okay, davon ganz unabhängig möchte ich gerne nochmal ein zweites Mal auf dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen eingehen. Warum? Die Kommentare, die ihr mir gegeben habt, waren sehr aufschlussreich, sehr informativ für mich. Es waren einige Informationen drinnen, tatsächlich auch einige dabei, die mir wirklich neu waren. Ich sehe ein, ich war durchaus schlecht informiert, was die Finanzierbarkeit anbelangt. Okay, es ist finanzierbar. Die Frage der Finanzierbarkeit steht für mich dabei auch gar nicht im Vordergrund, sondern für mich stehen eigentlich andere Dinge viel mehr im Vordergrund im Zusammenhang mit diesem BGE. Deswegen rede ich heute nochmal über das BGE. Ja, einige Kommentare. Hier zum Beispiel For More Democracy 2011 zum Beispiel, aber auch andere schreiben davon, dass wir doch die Arbeitsteilung haben heute in unserer Gesellschaft. Und diese Arbeitsteilung würde ja, wenn wir uns selbst versorgen, nicht mehr so weitergehen. Gut, zu der Arbeitsteilung. Ich gebe zu, die Arbeitsteilung hat einige Vorteile. Wir haben heute viele hochspezialisierte Waren, Artikel im Gebrauch. Ein Auto zum Beispiel, der Computer, vor dem ich hier jetzt sitze, das sind Sachen, ich könnte es selber auch nicht selber bauen. Ganz klare Sache. So hochspezialisierte Waren sind natürlich nur mit Arbeitsteilung wirklich produzierbar. Und auch die hohe Produktivität, die wir heute haben, ist natürlich nur durch diese Arbeitsteilung überhaupt erreichbar. Wobei ich auf die Produktivität, auf die hohe Produktivität an sich an anderer Stelle später dann nochmal näher eingehen möchte. Erstmal möchte ich bei der Arbeitsteilung bleiben. Die Arbeitsteilung hat aber auf der anderen Seite auch den Nachteil, dass eben gerade durch diese hohe Produktivität und Fließbandarbeit und so, die Menschen sehr viel auch monoton arbeiten, ja. Die sitzen nur am Schreibtisch oder sitzen nur am Fließband, ja. Das ist sehr monoton und das gibt eine ganze Menge auch körperlicher Probleme, Verspannungen, Überlastungen einzelner Strukturen im Körper und so. Ist es auch nicht so. Also ich persönlich würde mir manchmal wünschen, es würde anders laufen, dass wir eben nicht so arbeitsteilig arbeiten, sondern mehr Verschiedenes arbeiten, ja? Weil wir dann unseren Körper gleichmäßiger belasten würden. Ganz andere Nachteile kommen aber auch noch mit dazu durch diese Arbeitsteilung. Und zwar sind durch die Arbeitsteilung die meisten Menschen von uns sind Spezialisten geworden. Ja? Der Zahnarzt kann Zähne reparieren, aber frag mal deinen Zahnarzt, ob er dir Tipps geben kann, was du gegen den Fußpilz jetzt machen kannst. Oder gut, das ist ein einfaches Beispiel, aber der kann im Prinzip kann er nur deine Zähne heilen. Ja? Alles andere kriegt er nicht hin, traut er sich nicht ran, darf er nicht ran und so weiter. Ja? Also, ja. Ein anderes Problem ist, dass Spezialisten, die in ihrem Bereich arbeiten und Entscheidungen fällen müssen, sich dabei häufig auf Informationen stützen müssen, die sie aus anderen Fachbereichen bekommen. Ja? Von Spezialisten, die eben von anderen Spezialisten, die in anderen Fachbereichen tätig sind. Das Problem dabei ist,
dass wir uns dann in dem Moment darauf verlassen müssen, dass diese Informationen, die wir von diesen anderen Spezialisten bekommen, tatsächlich korrekt sind, weil wir sie nicht mehr selber überprüfen können, wenn wir Spezialisten sind, wenn wir hochspezialisiert sind. Dabei besteht immer die Gefahr, dass irgendwo jemand sitzt, der bewusst falsche Informationen irgendwo in die Welt schickt, ins System bringt, um gewisse Entscheidungen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ja? Ein schönes Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Geschichte um die Climategate-Affäre, ganz kurz umrissen. Es ist aufgeflogen, dass, ich weiß den Namen von diesem Institut nicht mehr, ein Institut in Großbritannien, welches Klimadaten sammelt und an den IPCC, den Weltklimarat, weiterleitet. Die sind erwischt worden dabei, dass sie die Daten gefälscht haben. Dass an dieser Behauptung der Fälschung wahrscheinlich etwas dran ist, ist zum Beispiel daran zu erkennen, dass kurz nach dieser Geschichte der Chef dieses Institutes seinen Hut genommen hat, gegangen ist. Und dass kurz darauf der Weltklimarat dazu übergegangen ist, dass dieses böse Kohlendioxid nicht mehr als Klimagas zu bezeichnen, sondern jetzt als Umweltgift. Ja? Was es auch nicht ist, weil Kohlendioxid ist ein hervorragender Pflanzendünger. Das ist Stoff der Grundschule. Pflanzen nehmen Kohlendioxid auf. Gut, aber das ist eigentlich gar nicht das, worum es hier jetzt geht. Ich will eigentlich darauf hinaus, dass unser ganzes System wird zu sehr angreifbar und auch die Eigenverantwortung, die von fast jedem Kommentator erwähnt wird, die wird dadurch untergraben, weil wir unsere Entscheidungen, die wir eigenverantwortlich und nach bestem Wissen und Gewissen fällen, dann eben häufig auf falsche Informationen gründen. Ein ganz anderes Problem ist das Problem der Lebensmittel. Ja? Lebensmittelproduktion. Ich erinnere an Gammelfleischskandale zum Beispiel, ja? Und ähnliche Geschichten. Das war vor 6 Jahren, 5 Jahren, wo ja, es muss 5, 6 Jahre muss es her sein. Wo es großen Wirbel gab, weil stark pestizidbelastetes Gemüse bei einem deutschen Discounter gefunden war. Den Namen nenne ich jetzt nicht. Kann jeder selber nochmal nachrecherchieren. Gibt's mit Sicherheit bei anderen auch. So, das sind Probleme. Also unsere Lebensmittel werden heute von jemandem Fremdes produziert. Ja? Also die Lebensmittel, die ich esse, wenn ich jetzt irgendwo in den Supermarkt gehe und mir dort Obst und Gemüse einkaufe, selbst wenn es Bio ist, ich muss mich immer darauf verlassen, dass derjenige, der es produziert, das auch wirklich korrekt produziert. Und dass das nicht immer funktioniert, das kann man eben an solchen Lebensmittelskandalen dann beispielsweise erkennen. Da gibt es dann manches Mal Probleme damit. Dem könnte man in der arbeitsteiligen Gesellschaft selbstverständlich durch mehr Regulierung entgegenwirken, mehr Gesetze, die besser kontrolliert werden und so weiter und so fort. Aber ist das die Eigenverantwortung, von der immer die Rede war? Oder die von dir oder euch in den Kommentaren gemeint ist? Ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was gemeint ist. Also von daher, diese Arbeitsteilung, sie hat große Nachteile. Ah, da kommt noch ein ganz, fällt mir noch ein ganz schönes, oder ich habe hier ein Skript heute gemacht. Ich habe hier noch ein anderes schönes Beispiel stehen, was das Ganze sehr deutlich zeigt. Ich bin diese Woche jetzt an einer Bäckerei vorbeigefahren. Vor dieser Bäckerei stand gerade ein großer Silo-Tankwagen, der das Mehl anlieferte. Und da fiel mir plötzlich dieses Beispiel ein, was sehr passend ist. Ja? Warum auch mit Regulierungen dieses arbeitsteilige System eine ganze Menge Nachteile hat. Und zwar, der Bauer baut, oder der, nein, Entschuldigung, Bauer sagt man nicht, man sagt ja Landwirt, sonst ist das ja nicht mehr politisch korrekt, der baut das Getreide an, ja? Und der lagert es ein. Oder vielleicht lagert es auch eine Lagerfirma ein.
soweit ist das in Ordnung. Ja? Das macht der Mensch seit Jahrtausenden, dass er das Getreide einlagert und das ist kein Problem, denn Getreide hält sich sehr, 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 sehr lange, wenn man es korrekt einlagert. Was ich mal davon ausgehe, dass das dort getan wird. Unsinnig wird die ganze Geschichte in dem Moment, wo dann der Müller das Getreide geliefert bekommt und vermahlt zu Mehl. Dieses Mehl wird möglicherweise nochmal eingelagert und wird dann irgendwann beim Bäcker angeliefert, wird dort aus einem riesen Silo, was weiß ich, einmal im Monat angeliefert und der macht Brot daraus. Wo ist jetzt das Problem dabei? Das Problem dabei ist, das Mehl in dem Moment, wo es gemahlen wird, eigentlich binnen weniger Stunden weiterverarbeitet werden sollte. Denn Vitamine, Spurenelemente, die in dem Mehl vorhanden sind, die fangen sofort an zu oxidieren. Und deswegen muss es schnell weiterverarbeitet werden. Und das ist etwas, was in der arbeitsteiligen Gesellschaft nicht möglich ist. Ja? Weil eben diese Produkte, diese, wie nennt man das, Halbfertigprodukte, sage ich jetzt, ich nenne es jetzt so Halbfertigprodukte, die werden, das dauert ja immer, bis die dann beim nächsten sind. Ja? Und das ist unvermeidbar. Also von daher, ich bin mir nicht sicher, ob wir diese arbeitsteilige Gesellschaft wirklich so beibehalten sollten. Wir werden natürlich bei einem gewissen Teil Arbeitsteilung bleiben müssen. Da komme ich später nochmal darauf. Ja, dann wird erwähnt, dass wir eine hohe Produktivität haben. Und diese hohe Produktivität können wir ja nur durch die Arbeitsteilung halten. Und das ist klar, das stimmt. Ich stelle aber mal die Frage, ist diese hohe Produktivität, die wir heute haben, ist sie notwendig? Diese Frage lässt sich wahrscheinlich am leichtesten beantworten, wenn ich eine andere Frage oder die Frage anders formuliere. Warum brauchen wir diese hohe Produktivität, die wir heute haben? Ja, warum brauchen wir 5% Zuwachs, Wirtschaftszuwachs pro Jahr? Hast du eine Idee? Also es gibt eine ganz einfache Antwort darauf. Ich kann dir empfehlen, guck dir auf YouTube mal den Film an Goldschmied Fabian. Falls du es nicht schon längst getan hast, hast du wahrscheinlich schon. Da ist der Schlüssel darin. Wir brauchen 5% Wirtschaftswachstum im Jahr, damit wir von diesen 5% die 5% Zinsen für unser Geld bezahlen können. Ja? Also wir sollten eigentlich schauen, wenn wir aus diesem Zinsgeld herauskämen, dann bräuchten wir diese hohe Produktivität gar nicht mehr. Weil wir nicht mehr diesen dauernden Zuwachs bräuchten. Ja? Wir könnten dann, unsere Industrie könnte dann ohne Probleme uns Autos liefern, die, und das ist nachweisbar, das geht 20 Jahre lang ohne größere Reparaturen arbeiten und dann fängt man an, sie re zu reparieren und benutzt sie im Endeffekt 50 Jahre. Ja? Wenn wir das heute hätten, das wäre der Tod für unser Geldsystem. Ja? Weil die Zinsen nicht mehr reinkämen. Ja, wir wären blank, wir wären pleite, wir wären bankrott. Wir könnten die Zinsen für das Schuldgeld nicht mehr bezahlen. Also, raus aus dem Zinsgeld wäre eine feine Idee. Das Problem ist im Zusammenhang, um das mit dem BGE jetzt wieder in einen Zusammenhang zu bringen, wenn wir aus dem Zinsgeld rausgehen, dann wäre die Frage, was wäre eine Alternative? Momentan haben wir an Alternativen, die mir bekannt sind, Modelle wie zum Beispiel den Chiemgauer oder den Rheingold, das Rheingold. Die sind erstens mal sind die durch Euro gedeckt, was also momentan ein völliger Unfug ist. Das ist im Prinzip Spielgeld, weil es durch Euro gedeckt ist. Und was, wenn der Euro nicht mehr wäre, immer noch ein ganz großer Nachteil wäre, sie sind zentralistisch aufgebaut. Und jede zentralistisch aufgebaute Währung ist kontrollierbar. Und sie ist von denen, die sie organisieren und steuern, ist sie leider manipulierbar. Dem könnte man natürlich begegnen, indem man wieder mehr reguliert. Aber dann haben wir wieder das Problem, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, immer mehr Regulierung würde bedeuten, immer weniger Eigenverantwortung. Ja, dann gäbe es als Alternative Tauschringe. Tauschringe sind leider auch, soweit ich das bisher jetzt gesehen habe, zentralistisch angelegt. Das heißt, es gibt irgendwo eine Zentrale, in der es vermerkt,
wer arbeitet, also wer nimmt teil und wer hat mit wem wo was getauscht. Ja? Damit sind auch diese, ich sage jetzt einfach mal, angreifbar. Dezentrale Lösungen würde ich eine kennen, das wäre der sogenannte Minuto. Da kannst du im Internet nachgucken unter www.minuto-zeitgutscheine.de. Ich hoffe, dass ich noch dran denke, dir das an dieser Stelle hier jetzt einzublenden. Kannst du gerne mal nachlesen. Da gibt es auch einen, sehe ich gerade, ein Vortragsvideo von einer Länge von 1 Stunde 20, wo Konstantin Kirsch, der das entwickelt hat, das vorstellt. Ja. Das Dumme ist also, Tauschringe und Minutos, beide vertragen sich nicht mit dem BGE. Bei den Tauschringen wüsste ich jetzt nicht, wie man es überhaupt einrichten könnte. Bei Minuto wäre es natürlich noch möglich, dass die Bundesrepublik Deutschland Minutos selber schöpft und diese in Verkehr bringt, diese als BGE ausbezahlt. Aber ich persönlich würde sagen, wenn ich Leistungserbringer wäre, ich würde mich weigern, BRD Minutos anzunehmen, weil ich nicht wüsste, wie die mir die Arbeitsleistung dafür geben wollen. Aber okay, noch ein anderes Thema dabei. Das könnte man nochmal separat eruieren und durchdenken, aber da habe ich im Moment keinen Nerv dazu. Ein weiteres Problem mit unserer hohen Produktivität ist das, dass diese hohe Produktivität leider ganz massiv zulasten der Umwelt geht. Und zwar deswegen, weil wir ja diese hohe Produktivität nur erreichen. Und das ist ja das, warum gefordert wird, dass wir dieses BGE benötigen, weil wir immer mehr Arbeit, immer mehr Produktivität mit immer weniger Arbeitnehmern, mit immer weniger aktiven Arbeitnehmern erreichen. Das Problem an der hohen Produktivität ist aber, sie geht massiv zulasten der Umwelt. Denn die Arbeit wird ja von Maschinen verrichtet. Diese Maschinen müssen erstens gebaut werden und zweitens müssen sie mit Energie versorgt werden. Diese Energie, die beziehen wir aus fossilen Brennstoffen oder noch schlimmer aus der Kernspaltung. Ja, bei den fossilen Brennstoffen, die Kohle, das geht ja noch, aber sie ist sehr aufwendig in der Produktion oder in der, ja, sie rauszuholen aus der Erde. Und sie ist endlich. Und das Erdöl, gut, von dem wird uns immer erzählt, ist es endlich. Das ist aber eine Sache, die ich bezweifle. Ich sage einfach mal Stichwort abiotische Erdölentstehung. Kannst du mal im Internet, wenn du möchtest, mal danach suchen nach dem Stichwort. Ganz interessante Theorie. Aber abgesehen davon, ganz egal, ob das Öl endlich ist oder nicht endlich ist, auch das Öl macht uns eine ganze Menge Probleme. Ich erinnere nur an Frühling 2010, also vor gut einem Jahr, der Golf von Mexiko, Deepwater Horizon. Ja, feine Sache, sowas wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass es jeden Tag passiert, glaube ich. Also ist nicht, denke ich, sehr zu überlegen, ob wir diese hohe Produktivität wirklich brauchen in der Form. Ja. Und abgesehen davon, der Umweltfaktor ist etwas, was auch bei der Arbeitsteilung zutrifft, denn durch die Arbeitsteilung müssen die Waren ja transportiert werden, was ja auch wieder eine ganze Menge Energie und Umweltverschmutzung verursacht. Und zum anderen haben wir auch dann auch leider immer dabei die Notwendigkeit, die Waren zum Transport zu verpacken. Also auch dort entsteht wieder Müll. Was Verpackungsmüll für Umweltschäden verursacht, da gibt es einen schönen Film, Plastic Planet, kann ich auch sehr empfehlen. Sehr interessanter Film, der beschreibt, was mit dem ganzen Plastikmüll passiert, der durch unsere Verpackungswut diesen Planeten belastet. Keine lustige Geschichte. Jo, dann wird irgendjemand, ich weiß es nicht mehr genau, erwähnte noch, dass wir da den Wohlstand haben, einen sehr hohen Wohlstand. Und das ist natürlich wahr, wir haben durch unsere Produktivität eine ganze Menge Wohlstand erreicht. Ne? Ist klar, weil wir mit wenig Arbeit viel erzeugen können. Die Sache ist aber die, dass dieser Wohlstand für uns nicht, also nicht auf Dauer erhaltbar ist.
Das können wir komplett vergessen. Davon werden wir uns ganz schnell verabschieden müssen. Warum? Stichwort Schwellenländer. Ja. Schwellenland Nummer 1 momentan China. Und China übrigens auch hier wieder Arbeitsteilung, Transportwege. Ja. Guck dich mal in deinem Alltag um, wo diverse Artikel, die du verwendest, hergestellt werden. Ein Großteil davon kommt aus China und wird weite Strecken transportiert dafür. Ja. Ganz davon abgesehen, unter welchen Umweltstandards dort gearbeitet wird, das ist nochmal eine ganz andere Frage, denn die sind nicht so verrückt wie wir. Also in Anführungsstrichen verrückt. Ich glaube, die würden uns für verrückt erklären, wie wir auf die Umwelt achten. Die lachen sich, glaube ich, kringelig über uns. Wobei das richtig ist, dass wir auf unsere Umwelt achten. Gut, China. Was ist das Problem mit China und unserem Wohlstand? Ja, ein kleines Rechenbeispiel. Wir haben in Deutschland ungefähr 50 Autos pro 100 Einwohner. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und was man sich noch viel mehr auf der Zunge zergehen lassen sollte, ist die Tatsache, dass die Chinesen, die bringen es auf ganze 2 Autos pro 100 Einwohner. Und die sind ein Schwellenland. Und die wollen unseren Wohlstand haben. Ja? Das bedeutet, wir müssten auf diesem Planeten alleine für China, damit die auf unseren Wohlstand kommen, um jetzt bei dem, das mal an dem Auto, an dem Autobeispiel festzumachen, müssten wir alleine für China 750 Millionen Autos herstellen. Ja? Das Problem ist, wir haben allein für die Herstellung gar nicht die Ressourcen. Ganz zu schweigen davon, den Sprit herzubringen, den diese Autos dann benötigen, denn die Chinesen wollen sich ja die Autos nicht einfach nur in die Garage stellen, sondern die wollen damit fahren, ja? Und die brauchen Straßen. Das heißt, auch diese Straßen müssen wieder hergestellt werden. Und dann brauchen diese Autos auch noch alle möglichen Verschleißteile, Reifen, Bremsen, Kupplung und so weiter. Ihr wisst selber, was an so einem Auto alles dranhängt. Jo, da sehe ich eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Wir werden wohl ein paar Mittelstreckenraketen nach China schicken müssen, um ganz China auszulöschen. Nee, soll nur ein Witz sein. Klappt nicht, bringen wir nicht, geht nicht. Gut, keine so gute Idee. Das heißt also im Endeffekt, was passieren wird, wenn es so weiterläuft, wie momentan alles läuft, wird das sein, dass die Chinesen anfangen werden, von ihren 2 Autos auf pro 100 Einwohner auf 4 oder 6 Autos zu kommen, und spätestens dann wird der Sprit so teuer, dass wir anfangen werden, unsere Autos in der Garage stehen zu lassen oder gleich einstampfen zu lassen. Ja? Das heißt, den Wohlstand, das wird sowieso nicht klappen mit dem Wohlstand. Den werden wir aufgeben müssen. Oder wir müssen ganz, ganz andere Lösungen finden. Die Selbstversorgung hingegen, die ist komplett umweltfreundlich, ja, weil Transportwege entfallen, ja, weitestgehend. Es wird eine gewisse Arbeitsteilung übrig bleiben, denn wir werden immer irgendwelche Sachen haben, die wir nicht selber produzieren können für unseren Alltag. Ja. Was weiß ich, das Fahrrad ist unter der Last von riesigen Gemüsebergen, die man irgendwo hin transportiert hat, zusammengebrochen. Man braucht ein neues. Da muss der Schlosser her und muss das Ding reparieren oder ein neues herstellen. Irgend solche Geschichten. Ja? Also wir werden auch dort eine gewisse Arbeitsteilung immer noch brauchen. Jeder würde die Möglichkeit behalten, sich auf dem Gebiet, was ihm gefällt, frei zu entfalten. Der Hauptvorteil, den ich aber auch in Bezug auf die Umwelt sehe, ist der, dass derjenige, der sich seine Lebensmittel auf seinem eigenen Grund und Boden für sich selber herstellt, der wird natürlich peinlichst darauf achten, dass diese Lebensmittel ordentlich hergestellt sind, ja, dass da kein Dreck dran ist, und er wird deswegen selber sein Stück Land sauber halten und ein funktionierendes Ökosystem anstreben auf seinem Stück Land. Und damit wäre diesem Planeten ganz massiv geholfen. Wir würden damit unseren Planeten regelrecht heilen können, weil
Weil es hat keinen Sinn, wenn wir danach schreien, oh, wir brauchen Gesetze und die müssen irgendwas tun, damit es der Umwelt besser geht, sondern wir würden bei uns selber anfangen. Ja? Und nur das funktioniert. Nur bei uns selber anfangen ist etwas, was funktioniert. Und das wäre Eigenverantwortung. Ja? Also die Selbstversorgung würde ich in diesem Falle als ganz großen Vorteil sehen. Während dagegen ich bei dem BGE, wenn ich so die Kommentare so mir auf der Zunge zergehen lasse, dann habe ich das Gefühl, das BGE soll eigentlich eher dazu dienen, unser jetziges System, unser Konsumsystem zu zementieren, indem jeder Geld in die Hand bekommt, um zu konsumieren und um eben diese Arbeitsteilung aufrechtzuerhalten, um beispielsweise andersherum, Lebensmittelproduktion. Das ist ein Punkt, den ich vorher noch vergessen hatte. Wir geben pro Erwachsenen ungefähr 500 bis 600 Euro im Monat aus, nur um Lebensmittel, ohne Genussmittel, nur Lebensmittel zu bekommen, ohne Luxus. Ja? 500 bis 600 Euro im Monat, das ist ein ganz schönes Volumen. Ja? Diese ganze Lebensmittelindustrie ist ja um die Ecke herum sehr zentral gesteuert. Ja, um die Ecke herum, das insofern, als dass es nicht offensichtlich ist, sondern man muss nachrecherchieren, um da drauf zu kommen. Ja? Und im Endeffekt läuft das Ganze bei Firmen wie Monsanto zusammen. Ja? Die nämlich von oben her erstmal das Saatgut zur Verfügung stellen und dann aber auch die weiterführende Industrie unter Kontrolle haben oder teilweise sogar besitzen. Also dieses System würde durch ein BGE weiter zementiert werden, fest zementiert werden. Und dieses System wird unseren Planeten vernichten, auf kurz oder lang. Denn die Schäden, die haben wir heute schon. Und die sind heute schon ganz massiv. Ja? Also ich halte es für keine sehr gute Idee. Oh, und es tut mir leid, ich habe am Anfang des Videos vergessen zu erwähnen, ich habe ja ich glaube, es war Freitagabend, das Video online gestellt und am Montag hatte ich ganz unerwartet Post in meinem Briefkasten. Hier diesen dicken Brief, ziemlich dick, eine ganze Menge drinnen, vom archiv-grundeinkommen.de. Vielen Dank dafür. Klasse. Ich habe mir das durchgelesen. Sehr interessante Informationen. Aber wie ihr seht, so ganz überzeugt hat es mich nicht. Was ich aber auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen möchte, ist diese Werbepostkarte. Es waren sehr viele Werbepostkarten in dem Brief drinnen. Deswegen ist er so dick. Diese Postkarte. Ja, da ist hier hinten so ein Sternchen dran. Da steht dann dran, würden Ihnen diese drei Tätigkeiten ausreichen? Wäre das auf die Dauer nicht langweilig? Was würden Sie mit einem BGE tun? Ich kann es leider schlecht lesen, das Licht ist nicht so gut. Ja, was mich daran stört, ist da oben in der oberen Zeile dieses mittlere Wort. Moment. Also ich finde das, ganz ehrlich gesagt, so ziemlich unter aller Kanone und ziemlich niveaulos. Diese Postkarte würde ich euch empfehlen. Verteilt sie lieber nicht. Gut, aber eure Sache. Ja, ach so, und bei den Kommentaren wollte ich noch erwähnen, ein sehr interessanter und aufschlussreicher Kommentar kam. Jetzt muss ich mal eben nachsehen. Wo sind wir denn? Ich finde ihn jetzt wieder nicht, kann von daher die Uhrzeit nicht nennen. Er kam von Hub2PC. Vielen Dank für den Kommentar. Sehr vielsagend. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.